Jetzt kann man sich ja fragen, warum sollen wir uns überhaupt mit Digitalisierung beschäftigen? Ich meine, der deutschen Wirtschaft geht es extrem gut. Der Export boomt. Bei Patenten sind wir Deutsche extrem weit vorne im Medaillenspiegel. Jetzt könnte man sagen, Gratulation. Oder sollten wir trotzdem uns mit gewissen Themen beschäftigen? Jetzt könnte man aber auch sagen, in Berlin, hey, wir haben eine super Szene, die all diese Digitalisierung für uns machen wird. Berlin ist für lange Zeit die Nummer eins für Venture Capital in Europa gewesen. Jetzt könnten wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, cool, wir sind so super. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns so sehr schwer tun. Es geht uns verdammt gut. Und das ist genau die Frage. Warum sollten wir uns eigentlich ändern, wenn alles so gut läuft? Es läuft perfekt, es läuft super. Ich möchte jetzt ganz kurz mal Beispiele erzählen, warum wir vielleicht uns doch ändern sollten. Das ist ein schönes Bild, wo ein VW abgebildet ist. Man sieht auch sehr schön, wer es gesponsert hat. Das ist das Electronic Research Laboratory von VW gewesen, was mit Stanford zusammen 2006 die DARPA Challenge gewonnen hat für autonomes Autofahren. Das heißt, VW war ganz vorne dabei, als es darum ging, wie man autonom Auto fährt. Sie haben gesponsert, etc. Eine ganz wichtige Kerntechnologie sieht man hier auf dem Dach. Das ist ein Laserscanner von SICK. Mit diesem Laserscanner kann man einfach die Umwelt abtasten und versuchen zu verstehen, wo ist ein Gegenstand, in den man nicht reinfahren kann. Das heißt, es war ein deutscher Automobilhersteller, es waren deutsche Technologieanbieter, die dieses Sieg des Stanford-Teams ermöglicht hat. Und der Kopf, der dahinter war, war Sebastian Thrun. Er ist in Bonn ausgebildet, hat dort auch gewisse Zeit gearbeitet und wir hatten einen Deutschen, der hinter diesem Projekt stand, die DARPA Challenge gewonnen hat. VW war der Sponsor. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat jetzt 2006 Herrn Thrun angestellt? Hat VW das gemacht? Hat Mercedes ihn abgeworben? Oder war es BMW? Das wäre ja schön gewesen. Es ist leider nicht so. Google hat Herrn Thrun die Möglichkeit gegeben, das autonome Auto zu entwickeln. Und das ist relativ typisch. Technologie haben wir, aber ein anderer macht etwas daraus. Ein anderes Beispiel, das ist Werner Vogels. Werner Vogels ist Niederländer, Wissenschaftler und ein absoluter Visionär für Distributed Computing, also für verteiltes Rechnen. Das ist das, was wir unter Cloud Computing heute sehen. Und wahrscheinlich ist Werner Vogels auch der größte Förderer von Internet-Startups. Kennen Sie ihn? Wahrscheinlich nicht. Kennen Sie, was er macht? Wahrscheinlich auch nicht. Können Sie sich vorstellen, für wen Herr Vogels arbeitet, der in Europa sein PhD geschrieben hat, also seine Doktorarbeit und bis 1999 eine Professur in Portugal hatte. Bei wem arbeitet er? Leider nicht für eine europäische Firma. Sondern er ist der Kopf hinter Amazon Web Services. Und Amazon Web Services ist nicht so ein klein wenig Cloud Computing von diesem Buchhändler Amazon, sondern es ist der Backbone, also die Basis eigentlich für ganz, ganz viele andere Services wie Netflix, Dropbox und tausende Startups, die eben ohne eigene Investitionen auf ein Top-Rechencenter-System oder Cloud-Service zugreifen können. Und das ist eben das Spannende. Sie können heute als Startups dank Amazon Web Services eine bessere Infrastruktur haben als 99,9% der Großunternehmen. Einfach, weil sie eine Kreditkarte haben und weil Werner Vogels mit einem tollen Team Amazon Web Services gebaut hat. Das war früher unvorstellbar, weil die Eintrittsbarriere. War sehr, sehr hoch. Sie mussten in Server investieren. Heute können Sie die als Service beziehen. Und Amazon ist nicht irgendein Cloud-Service-Anbieter, sondern ist der Marktführer und ist größer als die nächsten drei und größer als die nächsten 20. Und das ist dieser berühmte Buchhändler, der sich schon lange etabliert hat von dieser Idee, dass er nur ein E-Commerce-Shop oder ein Online-Handel wäre. Er ist heute der größte Rechencenter- oder Cloud-Service-Anbieter weltweit. Da hört der Wettbewerb aber heute nicht auf. Heute können Sie nicht nur Cloud-Services einkaufen, sondern Sie können auch schon künstliche Intelligenz einkaufen. Und das ist eine Stufe, wo wir noch nicht mal verstehen, was in diesem Bereich passiert. Also wenn Sie zum Beispiel Bilder erkennen wollen, dann können Sie von Amazon den Service Amazon Recognition sehen. Sie können Ihre ganzen Archive automatisieren. Sie können Text-to-Speech einkaufen. Wenn Sie jetzt aber das künstliche Intelligenz-Framework von Amazon besser finden, das TensorFlow, auch dies können Sie in der Cloud von Amazon einkaufen. Das heißt, während wir noch darüber diskutieren, überhaupt Rechencenter, also klassische Cloud-Angebote aufzubauen, ist Google und Amazon schon in einer ganz anderen Stufe.
Eine andere Geschichte, die wenigsten von Ihnen werden kennen, die Programmiersprache Erlang kennen. Erlang ist eine Sprache, die ist 31 Jahre alt. Sie ist von Ericsson entwickelt worden und war etwas, womit man sehr, sehr gut Switche, also Telefonvermittlungsanlagen, programmieren konnte. Die Frage war, kann man noch was anderes damit machen? Die Technik ist 31 Jahre alt. Die Frage ist mehr, was kann man damit machen? Und haben Sie eine Vorstellung, welches disruptive Geschäftsmodell auf Erlang basiert? Wahrscheinlich nicht. Es ist WhatsApp. WhatsApp benutzt eine europäische Technologie, um eine ganz neue Industrie zu schaffen, nämlich einen Instant Messenger Markt, und zerstört gleichzeitig den ganzen SMS- oder Texting-Markt weltweit. Und das mit sehr wenig Mitarbeitern, nämlich mit 55, wurden sie 2016 für eine Milliarde oder für eine Milliarde Nutzer hatten sie schon 2016 und es wurde für sie 19 Milliarden US-Dollar bezahlt, als Facebook sie gekauft hat. Und das gerade bei 55 Mitarbeitern. Und das ist doch irgendwie frustrierend. Das ist nicht die Technologie, sondern was man aus der Technologie macht. Erlang konnte jeder nutzen, aber es war die Idee, was man eben aus Erlang macht, die eben entscheidend war. Und das ist vielleicht ein ganz bitterer Punkt und da müssen wir dran arbeiten. Wir haben nicht das Problem, dass wir keine technologischen Ideen oder Erfinder hier in Europa hätten. Uns fehlt das unternehmerische Denken, diese radikal umzusetzen. Wir haben die Technik, aber wir glauben nicht daran, dass wir radikal etwas Neues damit machen können. Wir nutzen sie, um im Moment einfach Dinge zu optimieren. Aber das ist nicht das, was die digitale Transformation ist. Wir haben natürlich hochinteressante Beispiele, wo man sagt, ja, da waren wir sehr weit vorne. Die meisten von Ihnen erinnern sich noch an Maps24. Die waren 2000, kamen sie mit einer Online-Karte heraus und haben dort eigentlich gezeigt, wie Online-Routenplanung aussehen kann. Das ist sozusagen das Google Maps von 2000 gewesen und sie hatten 2007 150 Millionen Zugriffe pro Monat. Hatten. Warum? Wir wissen es alle, Google Maps kam erst 4 Jahre später, aber hat eben nicht die Karte als nur einen Online-Routenplaner gesehen, sondern hat das als die digitale Repräsentation der Welt gesehen. Dann kam Street View dazu, dann kamen eben die Stauinformationen, die man hier hat. Sie haben nicht einfach die Vergangenheit, nämlich Planung einer Route, als die Kernaufgabe dieses Tools gesehen, sondern es ist die Grundlage für viel, viel mehr. Und auch hier wieder etwas frustrierend. Zwei Dänen sind mit dieser Idee zu Google gegangen und 2005 wurde das eben erst lanciert. 5 Jahre nachher. Schön ist jetzt, dass 10 Jahre später nach Google Audi, BMW und Daimler erkannt haben, was die Bedeutung einer Karte ist und haben für 3 Milliarden dann die Kartendienst hier von Nokia gekauft. Und nochmal, also ich hoffe nicht 2017, wollen diese Hersteller ermöglichen das, was Google schon seit Jahren kann, nämlich die Autos als Sensoren verwenden. Google benutzt natürlich nicht Autos, sondern die Handys, um mit Sensoren eben Echtzeitinformationen über den Straßenzustände zu erfassen. Und mich freut das sehr, dass es in diese Richtung geht, weil das ist das, da merkt man, dass endlich ein Verständnis eingekommen ist, was sind digitale Medien, was heißt es, wenn ein Auto sein EPS-System angeht, er kann diese Informationen oder das Auto kann diese Informationen verwenden, um ein Auto hinter ihm fahrende Auto zu warnen, weil er es weiß, wenn das ESP bei normaler Geschwindigkeit angeht, dann muss dort Verheißung sein. Man kann all die Sensoren, die ein Auto hat, natürlich nutzen, um eine Stadt zu vermessen, um zu sehen, wo welche Parkplätze frei sind. Klar, wir haben auch hier wieder das Thema natürlich Datenschutz. Wem gehören die Daten? Aber was sehr schön ist, aber eben mit 12 Jahren Verspätung, dass die Automobilkonzerne diese super spannende Thema angehen, dass Karte eben nicht eine Übersetzung der Vergangenheit ist, eine Karte, Papierkarte online, sondern sieht, was die Mächtigkeit eigentlich einer Karte ist, aber eben sehr, sehr spät. Und das ist ganz wichtig. Es reicht eben nicht, die Tradition zu nehmen und diese zu digitalisieren, weil das ist kein Geschäftsmodell. Eine reine Übertragung des heutigen Geschäftsmodells in die digitale Welt reicht eben nicht, sondern es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und das ist das, wo wir eigentlich hingehen wollen.